The Soccer Lounge. Präsentiert von Raiffeisen. We love football. Montagabend, es ist klar, da läuft immer ganz viel. Heute Abend zum Beispiel, wie ihr sicher alle wisst, spielt Midtjylland gegen Mostar. In der UEFA Youth League spielt die Zweitmannschaft von Krasnodar gegen Avangard Kursk in der zweiten russischen Liga. Und an der U17-WM spielt Mexiko gegen Salomone. Das alles hat da heute nichts verloren. In der Soccer Lounge geht es natürlich um den Schweizer Fußball. Wir schauen zurück auf das Resultat vom Wochenende. Wir schauen voraus. Wir richten das Augenmerk mal für einmal ein bisschen weiter runter in der Tabelle. Es steht das Spiel an zwischen Xamax und Thun am nächsten Wochenende. Dort geht es um sehr viel. Das wird bei uns heute im Zentrum stehen. Wir haben unsere beiden Sportal-HD-Experten, Ivan Benito und den Lukas Stocker. Und es freut uns ganz besonders, dass er da ist. Von Xamax, der Maren Selassie. Heile Selassie. Fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Willkommen da. Okay. Nimm Platz, nimm Platz. Du hast ja eigentlich noch ein Liebli dabei von deinem aktuellen Arbeitgeber, gell? Das hat es nicht ganz bis dahin geschafft. Ja. Es kommt aber nur für die, die es nicht können erwarten können. Am Maren sein Gesamtliebli, das gibt es zu gewinnen, wenn ihr auf Facebook den Post werdet kommentieren. Maren wird es später noch überreichen. Jetzt reden wir aber nicht über sein Liebli, sondern über ihn selber. Wir haben gerade die Musik gehört, die bei Fußball schon extrem sehr weit verbreitet ist. Gibt es eigentlich noch Fußball etwas anderes los als die Art von Rap? Ja, ja, gibt es schon. Gibt's schon? Vor allem bei uns in der Mannschaft hat es auch der eine oder andere, der ein bisschen ruhigere Lieder gerne hat. Und, aber schon so ein bisschen die jüngere Generation lässt schon ein bisschen den Stil, ja. Und die Alten in der Garderobe sagen nicht jetzt, hey, hör mal auf mit dem? Das nicht? Nein, sagen sie nicht. Sie sagen einfach, ja, du kannst mal wechseln, mal etwas für uns laufen lassen, aber kommt jeder gut weg. Ihr habt gerade mit Xamax gegen Basel gespielt. Wie ist das jetzt so? Die haben einen unerwarteten Punkt eigentlich geholt. Gleichzeitig bist du aber nicht zum Einsatz gekommen. Musst du dich jetzt freuen oder musst du jetzt hässig sein? Nein, hässig war sicher nicht. Zuerst mal freuen für die Mannschaft, dass es eine gute Leistung war. Und, ja, unerwartet, vielleicht unerwartet Punktgewinn geholt haben. Klar, wir konnten mit dem nicht rechnen. Und zu meinem Nicht-Einsatz gehört halt auch dazu. Letzte Woche war noch anders, jetzt diese Woche hat es so ausgesehen. Hat ein bisschen andere Gründe gehabt, aber ja, ich schaue jetzt vorwärts. Wie wird das eigentlich kommuniziert? Also, wann erfährst du jetzt als Spieler, dass du nicht spielst am Wochenende oder zumindest nicht in der Startelf bist? Erfahre eigentlich am Matchtag, aber es kann sein, dass du schon ein bisschen unter der Woche ein bisschen bei dem Abschlusstraining so ein bisschen kannst sehen, wie wahrscheinlich die Startformation dann wird sein. Welche Liebli du dann bekommst, bei welchen Übungen, ja, so ein bisschen das. Genau, und, aber dann Startformation siehst du schon vor dem Spiel. Du kannst dann noch etwas machen, also wenn du jetzt im Training siehst, oh scheiße, ich komme das Liebli über, wo wahrscheinlich heisst, ich bin zuerst auf der Bank, wenn du dann im Training noch richtig Vollgas gibst und vielleicht noch ein, zwei ein bisschen runter, hast du dann noch Chancen, um gleich noch in die Startelf zu rutschen? Du musst den Trainer fragen, aber jetzt unabhängig von dem gibst du natürlich immer Gas im Training. Und mhm, dann, wenn du siehst, dass du nicht spielst, ist halt vielleicht ein bisschen Überraschung dabei, aber gibst halt Vollgas. Du hast momentan zwei Ziele eigentlich. Du bist ein Leihspieler, du gehörst noch am FC Zürich, du spielst jetzt bei Xamax. Du hast als solches ja eigentlich wie zwei Ziele musst du verfolgen. Du willst natürlich, dass der Club gut ist. Gleichzeitig willst du auch natürlich, dass du dich möglichst gut wieder kannst präsentieren, um eben vielleicht wieder zurück zu deinem Stammclub zu können. Wie bringt man das unter einem Hut? Ist das schwierig? Also jetzt mal unabhängig von dem, dass ich ausgelähmt bin, ich glaube, jeder Spieler ist für jeden Spieler ist es so, dass er selber gute Leistung bringt und natürlich der Club auch erfolgreich ist. Ist klar, für mich hat es einfach Sinn gemacht, dass ich jetzt zu Xamax gehe, weil dort Wahrscheinlichkeit höher ist, zum Spielpraxis zu bekommen als bei Zürich im Moment. Und ja, du probierst einfach immer alles zu geben, das Beste von dir zu zeigen und schlussendlich der Mannschaft zu helfen. Ja.
Wie ist der Kontakt zum FC Zürich? Bist du da laufend im Austausch und sie können dich anschauen und fragen, wie es läuft? Oder ist es nicht so eng? Eigentlich wöchentlicher Kontakt, vor allem mit dem ALNF, der jetzt ein bisschen die Rolle inne hat. Er ist jetzt ein bisschen im Talentmanagement und schaut auch ein bisschen für die ausgeliehenen Spieler. Er meldet sich halt da immer wieder. Schaut, ich glaube, wenn er kann, schaut er schon die Spiele. Und sonst fragt er halt bei uns nach, wie es war. Und sind so im Laufenden. Wir wollen nicht nur dich als Spieler kennenlernen, sondern auch dich als Person natürlich. Du hast, deine Eltern sind beide aus Äthiopien. Ich habe gelesen, du bist seit 10 Jahren bist du nicht mehr in Äthiopien gewesen. Stimmt das? Seit über 10 Jahren, ja. Seit über 10 Jahren? Interessiert es dich nicht? Kommst du nicht dazu? Interessiert auf jeden Fall, aber ich komme einfach nicht dazu. Jetzt, vor allem in letzter Zeit, wo ich nur Lehre kann und Schule und in der Ausbildung einfach noch war, bin ich halt nicht dazu gekommen. Und wenn ich schon runtergehe, dann würde ich schon ein bisschen für ein Zeit runtergehen. So für ein paar Tage lohnt sich nicht. Darum habe ich schon vor, wieder mal runtergehen. Das heisst, als Profifußballer kannst du das Interesse eigentlich gar nicht vertiefen, weil du wirst jetzt, solange du halt Profifußballer bist, immer ein relativ dichtes Programm haben. Du kannst nicht einfach mal 2 Monate dort gehen. Ja, 2 Monate auf keinen Fall. Aber eben jetzt, wie gesagt, dadurch, dass die Ausbildung fertig ist, bietet sich vielleicht die Möglichkeit schon wieder mal und dann würde ich sie gerne nutzen. Wie würdest du bei dir sagen, hast du irgendetwas, auch wenn du da geboren bist und da aufgewachsen bist, irgendetwas Äthiopisches mitbekommen, so von daheim? Gibt es irgendwelche äthiopische Charakterzüge an dir? Können wahrscheinlich andere besser beurteilen. Aber ich glaube, das Temperament bin ich auch ein bisschen, kann auch ein bisschen hochgehen. Und dadurch bin ich auch ein bisschen äthiopisch, aber ich habe auch viele Sachen, die auch ein bisschen schweizerisch sind. Ja. Dein Bruder spielt auch Fußball. Das ist beim FC Zürich jetzt in der U18. Habt ihr damals so ein Battle gehabt miteinander? Wer jetzt da weiter ist, wer es weiterbringt in seiner Karriere? Nein, Battle nicht. Er ist ja 3 Jahre jünger als ich. Darum haben wir nie Konkurrenzkampf oder so gehabt. Es gibt auch Jüngere, die sehr viel besser sind als die älteren Brüder. Also, wie du gesagt hast, er ist jetzt in der U18. Ich verfolge natürlich, so wie ich kann, seine Spiele. Er hat ein bisschen mehr Möglichkeiten, zum Minispiel anzuschauen. Sonst Konkurrenzkampf haben wir bis jetzt noch nicht. Vielleicht wird es auch noch kommen. Aber macht es gut im Moment. Ja. Eigentlich hat der FC Zürich ja eigentlich gute Historie mit so Brüdern, die zusammen in einem Team spielen. Vielleicht trifft man dort einmal beide Haile Selassie in einem Team. Das könnte ja sein, oder? Ausgeschlossen ist es nicht. Ja, sicher. Ich würde es mir wünschen, dass wir jetzt unabhängig beim FC Zürich sind, aber dass wir vielleicht mal zusammen spielen könnten. Aber für das müsste natürlich jetzt mal einen Schritt zu den Profis schaffen irgendwann. Und nachher werden wir sehen, wie es rauskommt. Wo Xamax dich vorgestellt hat, als er als Neuzugang, haben sie geschrieben auf ihrer Website, haben sie geschrieben, ja, du interessierst dich für US-Rap, das haben wir schon gehört. Du tust gerne mit Freunden und Familie chillen und Smartphone sind immer in der Nähe. Und sie hat dann geschlossen mit der Bemerkung, ein typischer junger Mann von heute. Würdest du das so sehen? Du bist so ein Durchschnittsjunge. Was das jetzt anbelangt mit Musik und Smartphone wahrscheinlich schon. Aber sonst in anderen Sachen wahrscheinlich nicht, weil ich bin jetzt auch nicht der in den Ausgang geht, weil ich nicht mal Zeit für das habe und Interesse auch nicht so vorhanden ist für das. Was so Sachen anbelangt, bin ich wahrscheinlich nicht durchschnittsjung, aber die anderen Sachen schon. Gibt es denn noch etwas neben dem Fußball, wo du dich dafür interessierst und wo du auch Zeit hast, um das irgendwie ein bisschen zu vertiefen? Oder muss man da jetzt einfach so Fußball sein in dieser Zeit? Man hat schon genug Möglichkeiten, um mal ein bisschen abschalten und ein bisschen an anderes Zeug zu denken. Aber ich bin jetzt nicht einer, der, wenn ich nicht auf dem Platz bin, wo sich dann gar keine Gedanken mehr macht über den Fußball. Das heisst, ich informiere mich schon über andere Resultate oder was sonst so läuft im Geschäft. Und von dem her ist auch abseits vom Platz schon ein bisschen mit Fußball zu tun, aber nicht nur. Also du schaust auch viel daheim noch Spiele aus anderen Ligen und so. Genau, ja. Was ist denn deine Lieblingsliga? Bundesliga habe ich sehr gerne, weil es immer ein bisschen auf und ab geht mit in das Spiel. Mhm. Aber und spanische Liga schaue ich auch noch gerne. Und Premier League natürlich. Also alle. Ja, alle gut. Messi ist ja auch dein Gott, oder sozusagen. Ja. Ist das immer noch so? Gott, würde ich nicht. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber dein Vorbild? Mein Vorbild, ja. Ja, dein Lieblingsspieler. Genau. Du hast irgendwann mal gesagt, du bist in Barcelona, findest du relativ lässig, weil er dort spielt, aber wenn er zu Augsburg wechselt, dann wärst du Augsburg-Fan.
Ja, Augsburg-Fan gerade würde ich nicht, vielleicht nicht sagen, aber wahrscheinlich würde ich den Barcelona nicht mehr so fest verfolgen, wie jetzt, wo er bei ihnen spielt. Mhm. Aber schon so, dass ich vor allem wegen ihm Barcelona-Fan bin im Moment. Ja. Du hast ganz lange im FCZ-Nachwuchs gespielt, glaube seit etwa 8 oder so. Hast genau. beim FC Zürich gespielt, du hast dann später mal darüber urteilt. Du hast gefunden, es ist wirklich eine hervorragende Trainingsausbildung beim FC Zürich. Was ist so außergewöhnlich denn beim FC Zürich? Zuerst mal natürlich Disziplin und Respekt wird natürlich gross geschrieben dort. Und dass man neben dem Fußball auch eine Ausbildung kann, abschliessen kann, was sehr wichtig ist, was ich auch sehr gut finde und jetzt haben können fertig machen. Und sonst, Fußballer ist halt wirklich Technik, die man auch oft hört, wo grosse, Wichtigkeit darauf ausgelegt wird, dass man technisch gut ausgebildet ist. Und, ja, vor allem techniktaktisch. Ja. Merkst du da einen Unterschied? Du bist auch in den Nachwuchsnationalmannschaften der Schweiz gewesen. Dort trifft man auch Spieler, die ihre Ausbildung in anderen Clubs gemacht haben. Merkt man so, da sieht man, ja, das, da sieht man die Zürich-Schule, da sieht man die, die von Basel sind und die, die von IB, die von Servette. Ja. Gibt es da einen Unterschied? Gut, bei ein paar Clubs schon, aber jetzt Zürich-Basel geht es, würde ich schon ein bisschen in einem Topf hinein tun, wo auch viel auf Technik schaut. Aber ja, vielleicht so ein bisschen im Welschen schaut man vielleicht ein bisschen weniger auf Technik, aber ein bisschen mehr auf Physis, würde ich sagen. Das merkt man dann schon in der Nationalmannschaft. Ja. Und wenn ihr international spielt gegen andere Mannschaften aus anderen Ländern, ist das so, dass man sagt, die Schweiz hat sehr gute Nachwuchsausbildung. Seht ihr nochmal, wenn ihr gegen die grossen spielt, so gegen Deutschland und Italien und England und was auch immer, dass ihr da schon bei gewissen Bereichen gewisse Vorteile habt? Wir sehen natürlich schon, dass wir technisch fast immer mithalten können. Dann kommt halt dazu noch physisch und läuferisch und anderes Zeug, wo man halt noch arbeiten muss, finde ich. Aber ich glaube, mit der Ausbildung ist auch viel gemeint so in der nationalen Liga, wo halt viele Junge raufkommen. Aber in der Nationalmannschaft würde ich jetzt nicht gerade sagen, dass wir zu den Top-Top-Mannschaften gehören. Vielleicht kommt das noch. Ja. Ja. Du hast die Technik angesprochen, auf die wird in der Schweiz relativ viel Wichtigkeit gelegt. Wo du dann aufgekommen bist vom Nachwuchs und dann sein erstes Profispiel, das war gegen Thun, oder? Du bist eingewechselt worden. Das ist, dann schon, ist das ein riesiger Schritt? Vorher hast du so gegen, böse gesagt, Buben gespielt in deinem Alter und dann kommen da die, dann spielst du dann so gegen die Richtigen. Ja, es war schon ein grosser Schritt, vor allem weil ich von der U18 direkt in der Erstmannschaft gekommen bin. Darum hatte ich jetzt nicht so vielleicht das Übergangsjahr in der U21, wo man dann schon ein bisschen mit Mannen spielt, sondern direkt von Kindern quasi zu der Super League. Und dann war es ja das zweite Spiel, wo ich aufgeboten war, wo ich dann schon eine Halbzeit konnte spielen. Schon gross. Und ihr habt noch gewonnen, oder? Habt noch gespielt? Schlussendlich haben wir noch gedreht, genau. Und es war natürlich ein riesiger Moment für mich und für meine Familie. Und, schon ein grosser Schritt gewesen, aber ja. Weil es braucht ja schon, zum Dagegenheben braucht es so eine gewisse Postur. Du bist jetzt nicht so ein, du bist jetzt nicht gerade das, was man sagt, so ein Schrank, oder? Du bist da ein bisschen drunter gekommen am Anfang. Drunter kommen würde ich nicht sagen, weil ich sage es mal, auch in der Jugendmannschaft gibt es ja auch Schränke schon. Und schon dort lernst du dich zu wehren und vielleicht geschickter in die Zweikämpfe hineingehen, nicht dass es 50-50 ist, sondern dass du Vorteile kannst, daraus rausziehen kannst. Und das probierst du nachher einfach Spitzenfußball auch so zu machen. Ja. Weil sonst ist es so beim Aufeinanderprallen, du gegen Dennis Hediger, würde ich jetzt eher auf den Hediger setzen, glaube ich, wenn er so würde ich glaube auch sogar selber. Ja, du hast bei Zürich dann hast du einige Einsätze gehabt, dann trotzdem hast du dich entschieden, zum Laie machen. Du hast dann teilweise noch in der U21 gespielt, noch bei Zürich, dann bist du ausgebildet worden zu Rappi, dann hast du Challenge League gespielt. So das Promotion League, Challenge League, Super League, ist das schwierig, um sich einmal wieder anzupassen, wenn du eigentlich jede Woche sozusagen, ein bisschen übertrieben gesagt, immer in einer anderen Stufe spielst? Ja, du hast es richtig gesagt, am Anfang hatte ich noch Einsätze gehabt, noch einige Einsätze und nachher ist es ein bisschen schwierig geworden. Aus verschiedenen Gründen. Und dann musst du halt auch in der U21 spielen. Aber du machst eigentlich keine grossen Überlegungen, ja, jetzt muss ich Promotion League spielen. Sondern Hauptsache du kannst spielen, es ist wichtig zum Spielen, wenn du jung bist. Du möchtest einfach deine beste Leistung anprüfen. Und dann irgendwann musst du aber auch sagen, ja, jetzt möchte ich schon den nächsten Schritt machen und mal im Profifußball spielen. Und dann ist, wie du gesagt hast, dazu gekommen, zu Rapperswil Jona zu wechseln. Ein halbes Jahr, was im Nachhinein super war für mich. Und ich Spielzeit bekommen und zeigen, was ich kann. Ja.
Und vor allem hast du sehr etwas Dramatisches erlebt bei Rapperswil. Ihr habt, vielleicht für die, die sich nicht mehr ganz daran erinnern, das war das Ende von der letzten Challenge League-Saison. Im letzten Spieltag hat Aarau gegen Rapperswil gespielt. Aarau hat 1-0 geführt und musste gewinnen, um mit Parasch zu kommen. Und Rappi musste noch ein Unentschieden holen, um die Klasse zu halten, weil gleichzeitig Giasso aus unerfindlichen Gründen plötzlich auswärts gewonnen hat, glaube ich, gegen Wil. Genau. Und wir schauen mal schnell die Schlussphase rein, Maren, du musst es leider nochmal anschauen. Das ist in der 97. Minute noch diese Chance. Man, da sieht man dich auch noch verzweifeln da. Wie war das gewesen, damals? Ja, es war wirklich lange noch unentschieden gewesen und da sind wir noch im Rückstand gewesen. Ich glaube, vor dieser Aktion hatte ich selber auch noch eine riesige Chance gehabt. Die wollte ich jetzt eben nicht einblenden, ja, aber ja. Lieb, doch, ja. Ja, es war sehr traurig. Wenn wir die machen, ist, dann ist für uns wieder eine Welt völlig auf den Kopf gestellt. Mhm. Und für Aarau genauso. Einfach anders. Und ja, hätte halt nicht sollen sein. Ja, wie, aber ist das eine Härte gewesen? Und nachher völlig alle am Boden zerstört. Es hat ja, muss ich auch sagen, es hat ja relativ viele Leihspieler gehabt bei Rappi, die gewusst haben, ja, es ist zwar vielleicht nicht so gut, aber ich bin ja nächstes Jahr nicht mehr da. Ja, in dem Moment hast du das gar nicht im Kopf, weil du fühlst so mit dem Verein mit und du probierst einfach alles, um können oben bleiben. Und wenn es nachher vor allem noch so knapp ist und nachher, wie du gesagt hast, im anderen Spiel noch in der Schlussphase gedreht wird, dann ist es umso frustrierender. Darum hat man das schon wirklich geleidet, ja. Du bist jetzt als Leihspieler bei Xamax. Bös gesagt kann man sagen, ja, das Schicksal von Xamax kann dir bös gesagt egal sein. Vielleicht gehst du nachher wieder weg. Ist das eine Kritik, die man einmal wirklich auch noch hört, wenn es irgendwie gerade nicht läuft? Oder sagen wir, du ziehst vielleicht einen schlechteren Tag ein, dass dann irgendwie heisst, ja, der ist irgendwie beim Kopf gar nicht so beim Verein? Ich persönlich habe es jetzt noch nie gehört, aber, also auf mich bezogen. Mhm. Aber es ist schon so, dass man das vielleicht auch im Hinterkopf hat. Aber ich sehe es gar nicht so, weil man will ja am Verein auch etwas zurückgeben, wo dir eine Chance gibt, um dich zu zeigen. Und wenn dann nicht alles gibst, dann ist das völlig falsch, finde ich. Weil der Verein bietet dir Chance zum Spielen. Du musst nachher mit Leistungen wirklich so viel wie möglich zurückgeben. Und damit es schlussendlich für beide Seiten erfolgreiche Zusammenarbeit war. Ja. Ich glaube, momentan sind sie zufrieden bei Xamax mit dir. Du kommst sehr viel zum Einsatz. Und wir machen gerade weiter mit dem Maren nach der Werbung. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. Da sind wir wieder in der Soccer Lounge mit dem Maren Haile Selassie von Xamax. Bevor wir die Runde da noch erweitern und die beiden leeren Stühle da auch noch besetzen, tun wir den Maren noch Max Frisch ausliefern. Max Frisch, Schweizer Schriftsteller, der das Buch geschrieben hat, Fragebogen, wo Fragen zu allen Bereichen im Leben drin sind. Ich stelle dir aus denen drei und du beantwortest sie einfach. Max Frisch hat keine Frage zum Thema Fußball gestellt. Okay. Also zum Leben. Oh, jetzt habe ich es so wüst geschrieben, dass ich es kaum lesen kann. Aber ich schaffe das. Gut, erste Frage von Max Frisch. Wem wären Sie lieber nie begegnet? Schwierig zu sagen. Du hast ja schon viele Begegnungen gehabt, wahrscheinlich in deinem Leben. Fällt mir gerade niemand ein. Kann ich gerade so mit meinem Namen nicht beantworten. Leider. In dem Fall nicht so wirklich prägende, schlimme Begegnung gehabt, wo du umgehen wolltest. Ein Trainer, der dich überhaupt nicht vertraut hat oder so. Gibt es vielleicht auch, aber schlussendlich bringt auch der dich weiter. Darum würde ich niemand sagen im Moment. Hoffen wir, dass niemand dazukommt, auch in Zukunft. Wie viel Geld möchten Sie besitzen? So viel wie es lange zum glücklich sein. Und noch als letztes, was bezeichnen Sie als Heimat? Ein Dorf, eine Stadt, einen Sprachraum, einen Erdteil oder eine Wohnung? Dort, wo man sich wohlfühlt. Und wo fühlst du dich wohl? Also lange das, wenn die Leute die gleiche Sprache reden wie du? Oder musst du alle kennen rundherum, deine Familie um dich haben? Ich finde schon, dass man sich kennen sollte, um sich wohlfühlen. Darum würde ich schon Familien sagen.
Aber in Neuchâtel fühlst du dich trotzdem wohl? Fühl mich auch wohl, ja. Der kann so gut Französisch und sagt, er hätte alles in der Schule gelernt. Gar nicht möglich, ich habe auch Französisch in der Schule gehabt. Sprache kann man nicht so gut lernen. Ja, danke Maren. Wir erweitern die Runde mit unseren Experten und reden über Maren seinen aktuellen Club. Herzlich willkommen, Ivan Benito und Lukas Stocker. Hallo, Maren. Lukas. Hi. Ivan. Hi. Die beiden Herren natürlich in Rot und Schwarz. Sie haben das natürlich abgeklärt, oder? Du hättest auch noch Rot-Schwarz an. Ja, wir sind damit. Das ist für Aarau. Aarau-Farbe, Rot-Schwarz. Die Olivgrüne. Ja, Ivan, Xamax hat einen sehr, sehr grossen Umbruch gehabt auf diese Saison. Sie sind letzte Saison, du weißt das, schmerzliche Erfahrung gegen Aarau in der Parage gewesen. Wenn man mit dem letzten Kader in die Parage kommt und jetzt alles neu macht, dann heisst das doch, okay, man wird absteigen. Puh, wenn es so einfach gesagt wäre, nein, Xamax hat einen Vorteil gehabt, sie sind natürlich mit einem grossen Paket gekommen, Euphorie, wie sie es aber gleich gepackt haben. Mhm. Und das haben sie, zählen sie mit und sie haben auch viel daraus können lernen. Die haben einen anderen Spieler noch dabei. Also von dem sind alle weg. Und die wissen auch, was es heisst, bis am Schluss alles zu geben, ist alles möglich. Jetzt sind 13 Spiele gespielt, momentan ist gesagt, auf einem Barrageplatz. Deutet für dich, Lukas, etwas darauf ein, dass sie dort auch wieder rauskommen? Ja, also in den letzten Spielen ist es ja eigentlich eher aufwärts gegangen bei Xamax. Von dem her, und wie gesagt, Xamax, das haben wir ja gesehen in den letzten Saisons, also dürfen wir nie unterschätzen. Und es ist einfach unglaublich für mich auch beispielsweise eben Nuzzolo, Rafael Nuzzolo vorne, wo ein riesen Phänomen ist. Und jetzt trifft auch der Gaetano Carlin wieder. Und ich sage einfach, hinter Basel und IB und St. Gallen, wo auch sehr einen guten Lauf hat, müssen alle aufpassen auf Xamax. Das Spiel gestern hat das auch unter anderem gezeigt, gegen Basel. Da müsste man eigentlich sagen, gut, Basel gegen daheim, gegen Xamax. Im Normalfall also würden wahrscheinlich 99% der Leute tippen in diesem Spiel auf Basel. Trotzdem ist es anders rausgekommen. Das ist ein Punkt, den man nicht unbedingt erwarten konnte. Wenn ihr ein Spiel habt gegen so eine Mannschaft, die ihr eigentlich nicht gewinnen müsst, eure Wichtigen sind ja gegen die direkten Konkurrenten, ist das ein Unterschied in der Vorbereitung, dass man sagt, okay, das sind jetzt die wichtigen Spiele, zum Beispiel gegen Thun, das gegen Basel ist wie ein Bonusspiel? Gut, alle Spiele sind wichtig. Klar, man geht vielleicht ein bisschen mit dem Gedanken rein, dass man nur kann gewinnen in diesem Spiel, gegen die Grossen. So haben wir gestern auch gespielt, finde ich. Und wie wir schon oft gesehen haben, ist in dieser Liga einiges möglich. Fast jeder kann gegen fast jeden gewinnen. Und ja. Von dem her erhoffen wir uns schon viel, wenn wir in diesen Spiel hineingehen. Ja. Trotzdem müsst ihr eigentlich sagen, Ivan, das darf eigentlich nicht passieren. Das spielt sozusagen der Tabellenführer nach Verlustpunkten eigentlich gerade gegen eine Mannschaft, die vorher von Los an im Gap mit 6-0 verräumt worden ist. Also die muss man doch eigentlich einfach schlagen. Ja, das 6-0 darf man nicht überbewerten. Ich glaube, das haben sie auch gemerkt. Ob du jetzt an unten 6-0 verlierst oder 2-0 oder 1-0, am Schluss des Tages verloren. Und dann haben sie sehr clever gemacht. Logisch, ist ein bisschen Schmach. Und dann haben sie gesagt, weißt du was, scheißegal, das Spiel ist vorbei, kann man eh nicht ändern. Und dann glaube ich, es ist gerade Basel im richtigen Moment gekommen. Es hat niemand etwas erwartet. Sie hat erwartet, dass Basel jetzt sie überrennt. Sie können aufspielen und das ein Spiel ist für sie gelaufen. Also kannst du das im Gap machen? Kannst du sagen, oh, schau, komm, wir sind 2-0? Nein, ich kann es machen. Das ist jetzt auch passiert. Ja. Sie haben nicht 6-0 verlieren. Sie haben wahrscheinlich am liebsten hätten sie gewinnen und weiterkommen. Kann ich so, Jungs, aus. Das wollen wir jetzt 6-0 verlieren. Schaffen. Aber man muss auch sehen, man kann es nicht ändern. Und es bringt dann 3 Tage später nicht viel daran zu lamentieren. Es ist vielleicht auch gut, dass du gar nicht viel Zeit hast, zum überlegen, sondern gerade zum nächsten Spiel kommt. Sie haben ja dann nicht schlecht ins Spiel gestartet dort in Lausanne, oder? Es ist ja so, das 6-0 sieht noch viel aus, aber, ja, aber am Anfang hat es gar nicht so stark danach ausgesehen, habe ich das Gefühl gehabt. Kannst du das bestätigen? Kann ich bestätigen, aber gleich am Anfang hat auch Lausanne einige Chancen gehabt, wo wir auch ein bisschen Glück beansprucht haben, wo uns der Goalie auch ab und zu hat müssen retten. Aber alles in allem war absolut verdienter Sieg für Lausanne. Ja. Wenn man das Resultat anschaut, das 6-0, das fällt ein bisschen aus dem Rahmen. Wenn man so die Meisterschaftsresultate anschaut von Xamax, dann ist das nicht wie andere Mannschaften, da, die immer wieder mal eine Klatsche einstreuen. Bei Xamax sind die meisten Spiele sehr knapp. Ist Xamax dieses Jahr schwieriger zu besiegen als letztes Jahr?
Ja, es sieht danach aus, dass sie schwierig zu besiegen sind. Sie haben mit dieser Dreierabwehr hin, obwohl der Djuric fehlt. Also letzte Saison war es noch so, dass wenn einer von den drei Verteidigern gefehlt hat, dann sind sie sofort schwächer gewesen. Mhm. Haben defensiv gegockelt, aber jetzt ist der Arbinic Emaili, den du auch gut kennst, oder, wo ein bisschen besser reinkommt und ein bisschen stabiler wird. Und ja, sie tun natürlich auch im Mittelfeld gut nach hinten arbeiten, auch die Stürmer vorne. Marin Haile Selassie hat auch Fortschritt gemacht in defensiver Arbeit, würde ich sagen. Und du lachst. Ja, das muss man ja glaube schon. Also wenn man eure Statistik mal so ein bisschen anschaut, können wir mal anschauen, wie das so aussieht bei der Ballbesitzverteilung da in der Liga. Das ist sogar noch ohne das letzte Spiel, habt ihr mit 42,3% Ballbesitz das wenigste von der ganzen Liga gehabt. Gegen Basel habt ihr 37% gehabt. Ist das bewusst sozusagen eure Vorgabe, weißt, wir wollen gar nicht Spiel machen, oder ergibt sich einfach nicht? Wir gehen schon nicht ins Spiel rein und sagen, heute wollen wir mal 80% Ballbesitz haben. Mhm. Schlussendlich willst du einfach ein positives Resultat rausholen. Und dann musst du natürlich auch schauen, was für Spieler du hast, wie das Spielsystem vom Trainer ist. Dementsprechend musst du dann auch spielen. Jetzt vielleicht am Donnerstag haben wir auch am Anfang vielleicht mehr Ballbesitz gehabt als Lausanne. Dann haben wir ja gesehen, wie es rauskommt. Mhm. Darum muss man immer so eine Mischung finden, was auch gut für die Mannschaft ist und nicht einfach für Statistik. Was muss man für Qualitäten mitbringen, wenn man so spielt, dass man eigentlich fast nie, übertrieben gesagt, den Böllen hat? Wie muss man dann ins Spiel gehen? Was muss man für Spieler haben, um so zu bestehen? Also, ich habe gesagt, dass sie nicht davon aus, dass sie den Ball nicht haben. Jetzt auch, aber schon hin, oder? Nein, er hat gesagt, sie gehen nicht davon aus, dass sie 80% Ballbesitz haben. Ja, aber habe ich es richtig verstanden? Ja? Ja, klar, aber ja. Du kannst sagen, nicht. Sie sagen nicht, wir möchten nur mal 30% Ballbesitz haben. Sie sagen nicht das. Sie sagen, das sie möchten den Ball so viel wie möglich haben. Aber das zeigt sich, dass sie kompakt stehen und gut stehen. Ich glaube, der Einzige, der einen sogenannten kleinen Bonus hat, ist der Nutzfuhrer, der nicht ganz so viel muss zurücklaufen. Aber alle anderen müssen eigentlich sehr schnell hinter den Ball und gut stehen. Und, das machen sie dann in dem Sinn gut. Aber bei IB zum Beispiel, das Auswärtsspiel, sind es schon ein bisschen andere Spiele als sonst, Amix. Ein bisschen höher gegangen, oder? Ja, ich glaube, das erste Spiel, wo wir wirklich offensiv gespielt haben, schlussendlich zwar auch 4-1 verloren. Das ist aber das einzige Höhe, das wir verloren haben, oder? Ja, so mehr ja, aber das ist eigentlich unverdient. Also, erste Halbzeit war Samax eigentlich fast die beste Mannschaft. Ja. Genau, ja. Mhm. Und ja, haben wir halt auch gesehen, dass wir wirklich auch, wenn wir offensiv spielen, dass wir auch etwas reissen können. Mhm. Und nicht so wie vielleicht ein bisschen in der vergangenen Zeit nur hin und auf gut Glück warten. Ja. Kommt dir das entgegen? Also, findest du das lässig, so ein bisschen mehr so auf Konter ausgelegt spielen? Oder willst du schon mehr, ein bisschen mehr vorne ein bisschen kügeln? Ja, absolut. Ich meine, jeder Offensivspieler will wirklich auch viele Aktionen haben. Mhm. Und mit schnellem Umschalten kommst du auch viele gute Aktionen, vor allem auch hinter der Abwehr mit Schnelligkeit, die auch ein bisschen mir entspricht. Mhm. Und im Moment macht es Spass, ja. Was halt Lukas, was Xamax hat, ist der Nutzolong. Ja. Muss man halt schon sagen, ich kann es aufschreiben. Da ist in dieser Saison schon wieder in der Meisterschaft 6 Goal, 3 Assists. Seit er zu Xamax zurückgegangen ist, 115 Spiele und 64 Goal. Wenn man so abhängig ist eigentlich von einem Spieler, also das ist nicht despektiert, der leistet einfach sehr grossen Beitrag dazu, dann muss man sagen, ist man doch eigentlich auch sehr einfach auszurechnen für einen Gegner. Ja, es ist, was speziell auffällt, ist einfach, dass die neuen Spieler, auch jetzt, sie haben immer wieder Leihspieler, die sie haben, eben der Marien oder auch der Talon Seferi und so, die kommen recht schnell rein. Also am Anfang der Saison haben sie ein bisschen noch Probleme gehabt, aber auch vom Zusammenspiel her, wenn man das Timing anschaut, mit dem Nutzolo zusammen oder mit dem Karlen, oder, wie die Pässe kommen, nachher in die Tiefe, das ist perfekt. Und das ist irgendwie, dass das so schnell schon so gut funktioniert, finde ich bemerkenswert. Also von dem her ist das auch wichtig, das Zusammenspiel mit den Neuen. Muss man aber nicht den Gegner ein bisschen sagen, hey, also, ihr bereitet euch einfach nicht gut vor. Es kann nicht sein, dass der alte Mann da so viel Goal schießt und so viel vorbereitet. Das Alter muss schon mal streichen, mit dem Alter zu tun. Der Nutz ist ein riesiger Schlitzohr. Er weiß, wie er sich muss bewegen muss. Er merkt, er kann das Spiel gut lesen. Und er hat das Füßchen eben auch die Mitspieler können checken. Und ich glaube, er spielt daheim, er ist ein Neuenburger. Da fühlt er sich wohl. Und das Alter merkt er nicht so. Wie ist so seine Rolle im Team? Was er sagt, wird gemacht? Ja, schon, ja, schon ein bisschen. Also, er hat schon etwas zu sagen, sagen wir mal so. Schlussendlich ist natürlich der Trainer, der entscheidet, wie wir spielen und was wir machen. Aber seine Meinung hat schon grossen Wert, würde ich sagen. Aber vor allem auch für die jungen Spieler wirklich super. Er sieht es eigentlich immer positiv. Er probiert nur zu helfen und hat jetzt nicht irgendwie Angst, dass
du jetzt kommst, um ihm den Platz wegzunehmen und so. Darum, da muss man recht was mitbringen, wenn man nur so den Platz wegnehmen. Genau. Das muss man auch sagen. Wir haben den Umbruch schon mal angesprochen. Wir schauen zwar schon an, so ein bisschen bildlich, dann sieht man, wie gross das der war. Jetzt kommt das Bild, nicht ich, genau das da. Da sieht man die, die gegangen sind auf Anfang Saison. Das ist sortiert nach dem Alter. Da gibt es ein paar Leihspieler, die dabei waren, wie der Pilulu, Pickel, dann Ademi weg, ein paar Leistungsträger weg, ein paar ältere weg, wie der Santana, Trion, Seridie, Nicastro, Semenovic, ganz viele Spieler, die letzte Saison noch viel gespielt haben, sind auf diese Saison weg. Dazu gekommen sind die Neuen. Und das sind die, alles sehr viel Jüngere. Dadurch ist der Schnitt auch wieder gesunken, Ivan, aber es ist schon extrem viel auch Substanz da verloren gegangen mit arrivierten Spielern, die länger gespielt haben, die dann halt einfach fehlen. Ja, ich will nicht ganz so sagen, weil die Spieler, die sie geholt haben, als Leihspieler von IB als Beispiel, die kennt man ja. Mhm. Also der Trainer hat sie schon kennengelernt. Dann Weng ist eigentlich von Neuenburg. Also, ja. Also ist kein neuer Spieler, der kennt sie eigentlich auch. Und ich glaube, mit dem Neizke haben sie einen guten gemacht für mich, also von sie, der trotzdem die Aggressivität bringt. Mhm. Und ja, das zeigt sich auch mit ihm, dass sie einen geholt haben, mit der Idee dahinter. Und ich glaube, dass sie so viel verloren haben, weil ein paar Spiele, die sie abgegeben haben, sind sogar froh gewesen, dass sie die nicht mehr hatten, weil sie ab und zu auch Unruhe reingebracht haben. Und sie sind eine recht homogene Mannschaft. Und es läuft, also es läuft, also wie man jetzt sagt, sind durch, aber sie nehmen sehr viel mit und so viel Verlust haben sie, glaube ich, nicht gehabt, in meinen Augen. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum der Umbruch jetzt so gross ist, weil man es vielleicht ein bisschen verschlafen hat? Also man hat halt aus dieser Challenge League raufkommen, dort brauchst du natürlich eine routiniertere Mannschaft, das haben jetzt eigentlich alle so gewählt, die aufgestiegen sind. Und dann in der ersten Saison natürlich, wenn du neu in die Super League kommst, ist es schwierig, um das einleiten, dass man es ein bisschen verpasst hat und jetzt auf einmal halt, okay, jetzt müssen da die 15 Leute müssen jetzt halt auch weg. Na gut, es sind einige, die gegangen sind, sind Leihspieler gewesen, schon letzte Saison, ja. Oder? Und die haben natürlich müssen zurück auf Basel zum Beispiel, dann da Ademi, den kannst du halt nicht heben. Da hast du Semenovic, der halt jetzt wird in den Amateurfußball zurückgehen, in den Spitzenamateurfußball. Das ist jeder Fall ist wieder anders. Von dem her glaube ich, also sie haben ja immer noch sehr viel mit dabei. Sie haben immer noch drei Spieler dabei, die in der ersten Liga angefangen haben. Mit dem Walter, und dem Gomez und dem Duden. Mhm. Von dem her ist immer noch sehr viel von dem Kern dabei. Also ich glaube, es ist mehr, jeder Einzelfall muss man einzeln anschauen von dem Transfer. Sie müssen ein bisschen lange warten. Wegen dem letzten Spiel. Das auch noch. Sie haben natürlich Plan B, Plan A, wie sieht es aus, das Budget war nicht so sicher, wo es immer nicht. Und vom Budget haben sie ein bisschen aufschrauben müssen, obwohl es Neuenburg eigentlich Geld rum wäre. Aber vielleicht nicht die Leute sind momentan in den letzten Jahren sicher nicht immer belohnt worden. Aber darum war es nicht einfach, sie waren sehr spät dran. Ja, es ist, der Friedrich Barsch hat das auch gesagt, dass die Ausrichtung ist vom Club jetzt. Natürlich, man muss verjüngen. Du bist auch einer von diesem Projekt gewesen, dass man gesagt hat, wir wollen Junge. Du bist so ein Junge, wo wir haben wollen. Was wird einem denn da versprochen? Heisst das, ja, du bist jung, du hast einen Stammplatz, weil wir wollen Junge? Versprochen eigentlich nicht. Einfach, wie du gesagt hast, wenn du ein bisschen mehr auf Jüngere setzen. Mhm. Und wenn du deine Sache gut machst, dann wirst du auch deine Spielzeit erhalten. Das ist natürlich immer abhängig von der Leistung, die du bringst. Und so ist dann im Moment auch rausgekommen. Ja. Und jetzt wird es aber auch geklappt bei Xamax, dass die Jungen so ein bisschen mehr Chancen haben zum Ausspielen. Weil letztes Jahr war schon ein bisschen eine Seniorentruppe da gewesen, teilweise auf dem Platz. Ja, also ist jetzt nicht so, dass vom Goalie bis zum Stürmer alles Junge sind. Das ist immer noch eine Mehrheit, ist glaube ich schon ein bisschen älter. Aber ist schon so, jetzt, am Anfang der Saison sind jetzt glaube auch nicht so viele Junge noch in der Startformation gewesen, aber jetzt in dieser Phase sind schon einige Jüngere, die im Moment spielen. Ja. Es ist ja auch noch ein Spatfolge, Lukas, vom Konkurs. Also damals ist Xamax zurückgeschuft worden auf das Niveau der zweiten Mannschaft. Das heisst, es hat keine U21 mehr gesehen. Jetzt, erst auf diese Saison, gibt es wieder eine von der U21. Und hat man das vielleicht ein bisschen vernachlässigt, dass man als Club ohne Nachwuchs, also ohne U21-Mannschaft, das ist ja, das ist ein Harakiri-Kommando. Du kannst nie
Spieler ersetzen. Es gibt halt, es gibt nur, so wie ich weiß, nur 13 Plätze oder 14 Plätze, oder? Von dürfen du 21 haben und Aarau hat sich jetzt zurückgezogen. Und dadurch ist die Chance gewesen, für Xamax wieder U21 aufzubauen. Also vorher haben sie gar nicht können. Mhm. Und von dem her, aber sie haben dann einfach dort, haben sie einfach aus der U18 direkt genommen, oder? Das, was Aarau jetzt zum Teil macht, Mulai oder so, der jetzt immer noch im Kader ist, ist aus der U18 direkt gekommen. Das ist natürlich dann dort schwieriger, du 18, eben, du hast ja die Erfahrung gemacht beim FCZ, aber das ist selten, oder? Und dann ist schon ein grosser Schritt, oder? Und dann manchmal gibt es noch einen Zwischenschritt, Aarau löst das zum Teil eben mit Promotion, mit Baden auslehnen und so weiter. Von dem her, also man kann das nicht gesamt vorwerfen, sie investieren recht viel investieren in Nachwuchs, also mit der Fondation Facchinetti. Genau. Und sind ja da federführend in ihrer Region. Mhm. Dann hat es auch einen Trainer, der vorher im Nachwuchsbereich gearbeitet hat mit dem Joël Magnier. Muss man da andere Qualitäten mitbringen eigentlich? Wenn man als Nachwuchstrainer ist und nachher bist du sozusagen ein Trainer, dann geht's, wenn vorher geht's um deine Talente für sie bringen, nachher geht's halt um Punkte, oder? Nein, es ist nicht, dass bei IB natürlich du 21 können machen, was er will. Dort müssen die Spieler so früh wie möglich an die erste Mannschaft herführen. Und das kann einfach ein Vorteil sein, mit den Jüngeren natürlich auch den Jüngeren die Chance zu geben, dass er eher sagt, okay, ich setze noch hin. Aber am Schluss des Tages muss er gewinnen und Erfolg haben. Also spielt es keine Rolle. Ich kann nicht sagen, ich habe schon 20 junge Spieler gebracht, darum bleibe ich Trainer. Sagen sie, tut mir leid. Er muss ein Resultat bringen, Mischung finden zwischen arrivierten und neuen Talenten. Und der junge Spieler bekommt so viele Chancen. Aber wenn es ihn nicht nützt, dann ist auch der weg. Also, dann weiss auch er, dann kommt 1, 2, 3, 4 Chancen über. Irgendwann muss sie auch nützen. Und sonst bist du, auch wenn du noch so jung bist, bist du weg vom Fenster. Und auch da hat sicher der Trainer einen Vorteil, er weiss, wie man mit den Jungen umgeht. Aber am Schluss zählt das Resultat. Du hast noch nicht so viele verschiedene Trainer gehabt. Die zwei Trainer, die du am meisten unter ihnen gespielt hast, sind die beiden Magniers, oder? Der Lüde und der Joël. Gibt es außer ihrem Namen noch irgendwelche Gemeinsamkeiten zwischen den beiden? Dass die Muttersprache vielleicht Französisch ist. Das Temperament. Ja. Ist das so? Nicht so. Nein, nicht ganz. Ja, das aber, nicht. Er hat das Temperament. Auch wenn er ein bisschen ruhiger ist, er hat schon auch. Ja, ist so, aber... Eher so ein bisschen im Hintergrund, also dann, wo man es dann nicht so sieht. Also im Moment habe ich es nicht ganz als Ausraster oder so mitbekommen. Mhm. Ist beim Lüdemann ein bisschen anders. Aber jetzt viel Gemeinsamkeit haben schon nicht. Nein. Aber du bist, fühlst, hast du bei beiden wohl gefühlt oder fühlst du bei beiden wohl? Ja, absolut. Ja. Ich konnte von beiden viel lernen oder bin immer noch am Lernen. Beim anderen spiele ich jetzt im Moment etwas mehr als noch beim anderen. Mhm. Darum ist jede Geschichte etwas anders. Ja. Vielleicht gibt es sonst noch einen Trainer, der Magnier heisst. Den kannst du dann noch mal ausprobieren, bevor wir es aber so weit geht, bevor wir uns aufmachen, um einen dritten Magnier an der Trainerbank zu suchen. Schauen wir zuerst mal am Nuzzolo zu, wie er sich im Star-Taxi schlägt. In einem kleinen Ausschnitt. Mit 6, meine Eltern, ich habe vielleicht zu viele Fenster kaputt gemacht zu Hause, also sie haben mir geschickt da. Ich wollte nicht im ersten Training gehen und meine Mutter hat mir gesagt, okay, du probierst und dann schauen wir und zum Glück, dann ich war immer der Erste im Training, wenn ich war jung. Mein Vater wollte, dass ich bei Azzurri gelandet bin. Ich habe mich für Biel entschieden und ich habe die ganze Zeit bis erste Mannschaft mit 16 durchgesetzt. Erstes Fußballtrikot war dieses von Neapel, weil mein Vater kommt von dort und ja, ich weiß genau, wenn er hat gespielt in World Cup oder so und ja, es war Nummer 10 von Neapel. The Soccer Lounge presented by Raiffeisen. Da sind wir wieder in der Sock Lounge, rot und schwarz. Es gibt Xamax. Wir reden noch über Xamax. Wir sind immer noch dran, eigentlich. Ivan, man hat ja lange müssen warten, bis Xamax wieder zurück war. Sie sind tief gehalten, sind jetzt wieder gekommen. Früher, du weißt das auch noch, sind sie mal, weißt, so eine der besten Adressen im Land gewesen, Meister geworden, immer im Europacup gut vertreten. Welche Rolle nehmen sie denn jetzt ein?
Welche Rolle haben Sie? Das ist noch schwer zu sagen. Im Moment sicher eher im hinteren Tableau. Also, ich glaube, die werden nicht sagen, sie werden vorher mitspielen, schon vom Budget her. Mhm. Die Geschichte kennen wir alles, was passiert ist dort, wo man gross geträumt hat und viel hat wollen, dann tief gefallen ist und die Region eigentlich sehr viel aufgefangen hat wieder. Mit der ganzen Fondation, die sie natürlich hatten. Und dann sind die Leute ein bisschen skeptischer, obwohl schon fußballfanatisch in der Region, aber ein bisschen skeptischer geworden, was passiert genau. Aber ich glaube, so die Jahre dort, die 80er und 90er, werden sie gerade so schnell anknüpfen, glaube ich nicht. Ist wahrscheinlich nicht gerade nächstes Jahr wieder der Fall, aber zumindest langfristig sind Strukturen da, um sich in der Super League wieder so weit etablieren, dass man eigentlich eine Rolle spielen kann, die darüber ausgeht, als jedes Mal sagen, wir wollen einfach nicht absteigen. Eben, das erste Mal haben wir über Aarau geredet, oder? Ich kann es mit Aarau vergleichen. Ich glaube, Aarau hat eben noch ein bisschen bessere Umfeld, ich sage es mal, Wirtschaftsverhältnisse. Also Neuburg ist einer der wirtschaftsschwächsten Kantone in der Schweiz. Mhm. Das ist auch, die Einwohnerzahl ist nicht riesig. Aber sie haben ein Stadion. Aber auch Fans. Also der Kern der Fans, die sind noch nie sehr grosse Kurven, oder wenn man die anschaut, auch die Heimspiele nicht. Also von dem her, es ist, und sie sind natürlich immer noch, haben sie immer noch in den Köpfen von diesen alten Erfolg. Und das ist immer ein bisschen ein Handicap. Also das, das hat auch zu dem geführt, zu dieser ganzen Jogaev-Geschichte, wo die Fans haben, die das auch wollen. Oder? Also sie haben geglaubt, und das ja, super, es kommt Erfolg. Und die Kurzfristigkeit, aber der Bänkeli hat das jetzt wirklich reinbringen können, dass man da nachhaltiger ist. Trotzdem denke ich, Max ist grundsätzlich eine Mannschaft, die eher zwischen Super League und Challenge League hin und her pendelt. Wenn man mal eben nicht so die Figuren wie Nuzzolo hat, dann wird es auch schwieriger. Du kennst vor allem Zürich als Fußballstadt und Neuenburg als Fußballstadt. Wenn du jetzt vergleichst, merkt man in Neuchâtel mehr, dass das Xamax da gibt und dass das irgendeine Bedeutung hat als jetzt der FC Zürich in Zürich. Etwas so würde ich schon sagen, ja. Man sieht halt immer wieder ein bisschen die ähnlichen Gesichter, wenn man so ein bisschen rumläuft, und wird halt ein bisschen öfter angesprochen als in Zürich, weil wie du gesagt hast, die Stadt ist ein bisschen kleiner. Mhm. Es kommen ein bisschen mehr Leute ins Stadion, die dann auch immer wieder kommen als in Zürich. Ja. Und dadurch ist es schon so, dass man ein bisschen mehr über Fußball, über Xamax redet. Ja. Und du wirst auch gerne mal angesprochen und Autogramm oder solche Sachen? Oder einfach zum Schwätzchen halten, ja, in der Stadt? Mir macht es nicht aus, ja. Ich mache es gerne. Und ist auch etwa die mal vorgekommen. Ja. Darum kannst du so gut Französisch, gell? Wegen dem. Wir haben das über das Stadion geredet. Das ist ein Stadion, das sehr beliebt ist. Es ist nämlich das Stadion, wo zumindest letzte Saison die meisten Auswärtsfans überhaupt angereist sind. Das ist der Durchschnitt, der pro Spiel im Gästeblock ist. Am meisten sind da in der Maladière gewesen. Lukas, ist das eigentlich, weil das Stadion so wunderbar schön am See liegt? Oder weil, weil alle sich gefreut haben, zum einfach Xamax mal wieder gesehen? An was liegt? Wahrscheinlich also das Zweite ist schon ein Grund, also dass gerade der harte Kern der Fans, die dann gerne mal gehen, eben in ein Stadion, wo man jetzt lange nicht mehr war. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es mit dem Catering ist in der Gästekurve, vielleicht spielt das auch eine Rolle. Und es ist eine schöne Gästekurve, ist schön kompakt und man kann wirklich eine gute Stimmung auch machen, oder? Weil es sehr das Dach hat auf allen vier Seiten und man hört es sehr gut, oder? Wenn es eine Stimmung ist, das haben die Fans natürlich auch sehr gerne. Früher hat man ja immer gesagt über Xamax, da hat es den Facchinetti, der ist dir wahrscheinlich auch ein Begriff, weil du den nicht nur erlebt hast. Das hat immer geheißen, es ist sehr ein familiärer Club, man ist ja einmal zu ihnen essen, die ganze Mannschaft ist dort eingeladen gewesen. Alle haben sich so ein bisschen wie enge Freundschaften gewesen. Von dem familiären jetzt etwas noch geblieben, da im neuen Xamax? Absolut, ja. Es gibt ja immer wieder Spieler, die kommen und wieder gehen. Mhm. Aber es gibt auch viele Spieler im Moment, die schon seit Jahren dort sind, die sich auch kennen. Und dadurch ist es schon ein familiärer Club. Und wenn man jetzt neu reinkommt, dann merkt man gerade, dass die Stimmung schon warm ist. Ja. Ja. Ist das etwas, das in der heutigen Zeit tatsächlich noch etwas bringt? Oder sind eben das, weißt du, noch Aarau wird Meister oder St. Gallen wird Meister, Luzern wird Meister, das hat es alles mal gegeben. Viele, die dort dabei waren, sagen, ja, das ist, weil halt einfach unser Teamgeist so super war, haben wir können über die anderen überflügeln. Ist das heute noch möglich, dass man einfach nur mit dem Teamgeist so viel besser ist als mit einfach einer zusammengekauften Truppe? Also nur, es braucht immer noch Qualität. Also auch Aarau und St. Gallen, damals, wo der Teamgeist gestorben hat, haben sie Qualität drin gehabt und haben können durch den Teamgeist sich ein paar Sachen kompensieren. Und ich würde sagen, es ist auch heute noch so, dass es Exploit gibt für Mannschaften, die das Ganze
passt. Das möchte man am liebsten bei anderen Mannschaften haben. Es geht nicht immer so auf. Aber ich glaube, auch Toni in den letzten Jahren hat von dem gelebt, dass sie zusammen durchs Feuer gehen. Und es wird bei Neuburg nicht anders sein, bei Haarau nicht anders sein. Und auch Zürich würde sich das eigentlich wünschen. Und ich glaube, ich habe immer das Gefühl, dass bei IB oder bei Basel das nicht so ist, dass der Teamgeist da ist. Bei IB, der letzte Jahr Erfolg gekommen ist, ist auch damit gute Arbeit geleistet worden. Aber die Mannschaft, die zusammen verhebt. Du hast jetzt gerade etwas Lustiges gesagt. Thun, wo zusammen durchs Feuer geht. Thun geht momentan ein bisschen durchs Feuer. Sie sind zuhinterst mit einem einigermaßen grossen Rückstand. Jetzt kommt das Spiel gegen Xamax. Was spricht dafür, dass Thun dort wieder rauskommt? Nur ganz kurz, ich habe mir schon in den Sinn gekommen, warum Xamax so viele Auswärtsfans hat. Weil sie haben die Heimspiele in der Rückrunde, einerseits gegen IB, wo Meister geworden ist, das ist das Stadion voll gewesen, und gegen die FCZ, wo im Abstiegskampf das grosse Abstiegsduell war, wo extrem viele Zürcher auf Neuburg gereist sind. Also sind die zwei Spiele, da reissen sie glaube ich ein bisschen raus. Aber zu Thun, also dort ist natürlich klar, dort die müssen einfach das Goal treffen. Also es ist, wenn du müsstest Trainer werden, Lukas. Ja, ich weiss nicht. Das könnte gerade jeder sagen. Auf jeden Fall ist es Simone Rapp oder, mit seinem Kopf. Ich meine, der kann shooten, er kann sehr gut mit dem Fuß Goal schiessen, mit dem Kopf Goal schiessen. Aber wenn du gesehen hast, in den letzten Spielen, der schiesst 10 Mal aufs Goal und immer direkt auf den Goalie. Und irgendwie klappt es nicht. Also, es ist einfach, sie müssen einfach mehr Goal schiessen und doch so schwierig. Oder? Weil sie spielen eigentlich so einen Fußball, der mindestens ins Mittelfeld gehört von der Liga. Ja. Jetzt habt ihr das Spiel, das wird ein relativ wegweisendes Spiel sein. Das ist ja eigentlich sozusagen euer direkter Konkurrent. Vor allem ist nachher gerade Nazi-Pause. Das ist das, was man eigentlich mitnimmt. Und ich habe noch meine Sammlung daheim durchgesucht. Ich habe etwas gefunden. Vielleicht wirst du das mal tragen, ich weiß es nicht. Es war relativ weit rum, darum ist es ein bisschen zerknittert. Das ist das Nationalmannschaftslibli von Äthiopien. Ist das. Wie ist das eigentlich? Hast du schon Angebote bekommen, dass sie sagen, wir wollen dich eigentlich verpflichten? Also, du darfst im Fall leider nicht haben. Das Geschenk war von meiner Ex-Freundin. verpflichtet. Also immer wieder hört man natürlich schon ein Interesse von mir jetzt vorhanden wäre mal Nationalmannschaft spielen. Und ja, im Moment ist einfach noch zu früh zum definitiv entscheiden, finde ich. Wäre sicher eine spannende Erfahrung, wäre sicher, aber es ist halt so, gell, wenn man mal für Äthiopien gespielt hat, kann man nicht mehr für die Schweiz spielen. Ja, wir nehmen das ganz normal kurz auf, bevor wir nachher ins finale Spiel gehen. Wir sehen uns gerade wieder nach dem Powerbreak. Nur auf den Goal. Ich bin fast noch auf dem falschen Fuß verwünscht worden. Wir sind schon wieder zurück. Wir schließen ab mit dem Spiel Truth or Lie. Das heisst, ich stelle euch Behauptungen auf. 5 Behauptungen. Ihr hört die schnell an, habt nachher Zeit auf 3. Dann ihr euch zeigen, ist die Behauptung richtig? Dann zeigst du den Daumen gegen oben. Oder ist sie falsch? Dann den Daumen gegen oben. Alles klar? Es sind 5 Behauptungen. Die zum heutigen Tag natürlich passen zu der heutigen Sendung. Erste Behauptung: Xamax ist in 27 Europacup-Heimspiel in Folge ungeschlagen geblieben. Ist das richtig oder falsch? Eure Teams 1, 2, 3. Es ist richtig. Seit dem ersten Auftritt im UEFA Cup 1981, glaube ich, bis zu einem Spiel gegen den Ronaldo mit Inter Mailand. Schilberg hat immer gesagt, Schilberg ist. Ja, ich habe das Gefühl, es war 27, fast ein bisschen viel. Aber es ist wirklich 27. Auch dass wir überhaupt 27 Europacup-Spiele hatten, im Co-System, oder? Ja. Und was steht da? Das hast du natürlich nicht mitbekommen. Da hat man gespielt gegen Bayern München, gegen Real Madrid, gegen Celtic. Alles geschlagen. Vielleicht erlebst du das auch als Venetisch schön. Wäre schön, ja. Zweite Behauptung. Äthiopien hat den ersten Afrika-Cup überhaupt gewonnen, 1957. Und zwar haben sie den vor allem darum gewonnen, weil es ganz viele Absagen und Ausschlüsse gehagelt hat, sodass Äthiopien, ohne ein Spiel bestritten haben, überhaupt gerade direkt im Finale gelandet ist. Ist das richtig oder falsch? Eure Teams 1, 2, 3.
tatsächlich richtig, ja? Es ist tatsächlich richtig. Sie haben nur ein Spiel müssen machen, haben es schon davon gehabt. Die anderen haben alle entweder nicht können oder nicht dürfen gehen. Dritte Behauptung: 1999 ist Xamax Partnerclub geworden vom FC Barcelona. Richtig oder falsch? Eure Team. 1, 2, 3. Richtig. Stimmt. Es stimmt. Du bist zur falschen Zeit bei Xamax gelandet. Man muss aber auch sagen, die haben dort eine Kooperation geschlossen für 5 Jahre. Die Idee war, dass man dann Spieler halt parkiert von Barcelona bei Xamax, zusammen Scouting macht und alles wüsste. Sie wollten den Xavi auslehnen, übrigens, damals. Dann sind sie ins Trainingslager eingeladen worden auf Spanien und haben dann dort gemerkt, dass die Katalanen das gar nicht so ernst meinen, weil das war so in einer Militärkaserne mit Videoüberwachung, überall Kakerlaken, Duschen sind kaputt gewesen, alles Wüste. Dann haben sie gefunden, ich glaube, wir haben gar nicht so eine wichtige Bedeutung und hat Neuchâtel dann das mal auslaufen lassen, die Kooperation. Vierte Behauptung: gegen Äthiopien weist die Schweiz eine negative Länderspielbilanz aus. Aus 3 Begegnungen hat es 1 Unentschieden und 2 Niederlagen für die Schweizer Nazi. Richtig oder falsch? 1, 2, 3. Das stimmt tatsächlich nicht. Die Schweiz hat noch überhaupt nie gegen Äthiopien gespielt. Mhm. Wäre gespannt, wie es rauskommt. Sie spielen jetzt gerade gegen Madagaskar und gegen Côte d'Ivoire. Das wäre doch ein Auftritt, oder? Als erstes gegen Côte d'Ivoire. Punkt. 3, 3, 2. Alle können noch gewinnen. Heieiei. Gut, meine letzte Behauptung. Der Friedrich Dürrematt, bekannter Schweizer Autor, hat ganz lange in Neuchâtel gelebt und hat jeweils das Spiel von Xamax von seiner Terrasse aus geschaut. Damit er das auch weiterhin hat können, ist auf der alten Maladière extra eine Plakatwand weggeräumt worden und ein Getränkestand umplatziert, weil er sonst nicht mehr aufs Spielfeld gesehen hat. Ist das richtig oder falsch? Eure Team, 1, 2, 3. Es ist falsch. Aber Friedrich Dürrematt hat immer die Xamax-Spiele von seiner Terrasse ausgeschaut. Das geht jetzt gerade nicht mehr. Wir haben, was für Stand? 3, 3, 2. Wir haben 2 Sieger. Und ich habe nur einen Preis. Den geben wir natürlich im Marm. Du kommst über die aktuelle Ausgabe vom Fußballmagazin. Du kommst nachher noch das Gummibärli über. Das ist doch auch okay. Danke vielmals, sind ihr da gewesen. Marm, dir noch ganz viel Erfolg weiterhin in deiner Saison und in deiner persönlichen Karriere. Wir sind das gespannt weiterverfolgen. Jetzt mal schauen wir zuerst mal das Spiel gegen Thun an. Zuversichtlich? Ja. Das war ziemlich eindeutig. Lukas, wie siehst du? Spielt Thun einfach zu schön für einen Abstiegskampf? Das würde ich nicht sagen. Es ist ihre erfolgreiche Art, wie sie immer erfolgreich gespielt haben. Und ich denke, man sollte, auch wenn man den Erfolg nicht hat, trotzdem an das glauben, was man gut kann. Von dem her denke ich, ist alles möglich am Samstag. Und der Nutzler wird noch mal Torschützenkönig? Das glaube ich nicht. Meinst du? Aber er wird vorher dabei sein, aber ich glaube, er wird Torschützenkönig wird. Er weiß es nie. Also ich würde zum Gönnen natürlich. Es wäre nicht überraschend, was der Nutzol alles bietet und auch der Rest der Truppe ist immer wie immer sehr erstaunlich. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen, hier in der Soccer Lounge. Mehr zum Schweizer Fußball geht es auf welovefootball.ch und sportalhd.com. Wir sehen uns wieder nach der Länderspielpause, nach einem grossartigen Spiel Äthiopien gegen Côte d'Ivoire. Und wir sehen uns dann nach der Länderspielpause. Bis dann, ciao zusammen. The Soccer Lounge. Präsentiert von Raiffeisen. We love football.